Okay, Leute, heute mal keine Champions League-Hymne, ganz einfach aus dem Grund, weil ich es vermasselt habe. Hab vergessen, da die normale Einlaufhymne der Liga- und Pokalwettbewerbe da rauszunehmen. Aber ist ja nicht schlimm. Also, Neapel hat die Möglichkeit, mit einem Sieg heute hier die Gruppe noch zu gewinnen. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir das Ding eben nicht verlieren. Das kann man jetzt machen, indem man selbst nach vorne spielt und schaut, dass man Tore erzielt. Oder man kann eben versuchen, sich hinten reinzustellen und zu hoffen, dass eben der Gegner kein Tor erzielt. Aber ihr seht schon, die haben sich ordentlich was vorgenommen hier. Und deswegen Konzentration gibt's. Und dann gibt's den Hinweis und die Bitte, dass man doch bitte mal ein bisschen mehr draufgehen soll. Etwas mehr tun fürs Spiel. Und da ist der entscheidende Mann gegen Berlin, Max Dendera, der den Ball mal nach vorne schlägt. Bisschen weit, Pablo Amero, Salvatore Bocchetti. Da sind sich beide einig und der Ball geht ins Aus. Parisiuk, der Rechtsverteidiger, oder wo spielt der? Ja doch, bekommt hier die gelbe Karte. Näht Jochen Salz von der Seite um. Der muss jetzt aufpassen. Der muss jetzt aufpassen. Und der wird es dann da mit Vasiljevic zu tun bekommen. Und Vasiljevic ist schnell. Der ist wirklich schnell und kann eventuell da was provozieren. Der Jonas, der sollte unbedingt mal Abschlüsse trainieren. Das ist nicht das erste Mal, dass er das hier liest. Das geht ja komplett schief und ist ja nichts los hier. Also wir haben anscheinend uns dann für die Variante 2 entschieden. Einfach nur hinten drin stehen und hoffen, dass die nichts machen. Silvio Vasiljevic, da ist er schon. Pavlicic, und jetzt macht er den Fehler. Der macht den Fehler, will den Ball ins Ausrollen lassen. Vasiljevic setzt nach, zieht nach innen. Der Typ guckt überrascht hinterher, der Russe. Pass auf Seitz und da ist er drin. Also das war jetzt mal einfach. Pavlicic, was macht der? Das ist eigentlich jetzt nicht zu erklären. Lorenzo Insigne. Ja, das ist eben der Fußball. Das ist eben der Fußball. Insigne bekommt die nächste gelbe Karte und diesmal ist es Volland, das Opfer, welches hier unsanft zu Boden befördert wird. Also das hat Vasiljevic ganz am Zoll gemacht. Nicht aufgegeben, nachgesetzt und es hat sich dann letztendlich ausgezahlt. Er wurde belohnt dafür. Gegen Escayo hält ihn fest. Das ist alles sehr harmlos. Eine taktische Maßnahme. Möchte man es nennen, die mit dem Konter unterbindet. Jetzt haben wir eben den Luxus, dass wir jetzt möglicherweise sogar einkassieren dürfen und werden immer noch Gruppensieger. Wollen wir natürlich nicht. Ne? Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist klar. Man will immer gewinnen. Und jetzt hoffe ich, dass wir zur Pause hier mit 1-0 auch wirklich in die Kabine gehen können. 60 Sekunden. Oder natürlich mit 2-0. Das wäre natürlich, ja, hätte ich nichts gegen die Variante. Tolle Einzelleistung, Danseisen. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. 10 Meter überwindet Guillermo Ochoa, den Mexikaner. Bocchetti kann auch nichts machen. Ich sag's ja, habe ich auch nichts gegen die 2-0, Leute. Super. Geniale Sache. Also die beiden Stürmer vorne treffen. Hat sich das ja gelohnt, dass ich Danseisen aufgestellt habe und den Jochen Salz. Könnte ich sagen, dass man in der zweiten Halbzeit Weihrauch nochmal bringt. Die Porsche-Stärke. 9-11. Halbzeitansprache, genial. Lass das mal so weitermachen. Ja, genauso weitermachen. Das ist ja. Das passt ja perfekt. Sehr gute Abwehrleistung hinten. Von Kempf, von Engelke. Albrecht müssen wir motivieren. Volland kann ein bisschen mehr machen. Jetzt wäre es unfair, nur einen Stürmer zu loben. Deswegen nehme ich Vasiljevic mit, weil der eben das Ganze ins Rollen gebracht hat. 20 von 20 von Stimmung her. Es geht nicht besser. Konzentration ist da. Und die nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Selbst wenn man hier 1-0 führt, 2-0 führt. Selbst dann. Das ist eben eine Spitzenmannschaft aus Europa, die in der Serie A ganz oben steht. Teamwork passt auch wieder, 64, zumindest im hellgrünen Bereich. Was mache ich jetzt? Ne? Was mache ich jetzt? Danseisen ist ein bisschen müder. Wenn wir 2-5. Dann werden wir das so machen. Dann Weihrauch neben Salz vorne. Eventuell Marx fürs Dendera. Und was habe ich eben gesagt? Was ich eventuell machen könnte noch. Ich glaube gar nichts, ne? Michlicevic eventuell. Für den Kempf oder Engelke. Das sind Luxusprobleme. Das sind einfach nur Luxusprobleme. Konzentration jetzt, wurde Halbzeit. Nee, also das macht echt immer noch Spaß. Auch wenn
ich kann mir das vorstellen, vielleicht fürs Zugucken nicht so toll ist, aufgrund dieser Mannschaftsstärke. Das ist halt wie bei den Bayern. Und da ist auch eigentlich alles, was nicht jetzt mit einem Sieg in jedem einzelnen Spiel abgeht, ist immer eine Enttäuschung. Und da wirst du ja auch nicht auf einmal Fan von jemand anderem, bloß weil deine eigene Mannschaft so toll spielt. Deswegen. Also, vielleicht ist ja irgendjemand von euch oder ein paar, wie auch immer, Fan dieser Mannschaft geworden, dieses neuen RB Leipzig. Keine Ahnung, auf alle Fälle erzielt Lukas Engel hier ein Tor. Was ist denn mit dem passiert? Was macht der da vorne? 25 Meter, einfach mal Schmackes draufgekloppt. Der Keeper keine Chance mit seiner wallenden Mähne. Also anscheinend schießen wir jetzt hier Neapel komplett ab. Nächste Chance. Schaut euch den Ball an, der ist wieder rot. Schlechter Ball. Jetzt kommt ein Vucevic dann für Engelke mit einer 1,0. Das geht nicht besser. Also schlechtes Spiel gemacht gegen Berlin, hat er gehört. Und dann hat er es umgesetzt. So muss das. Ja, ich habe die Möglichkeit. Ja, es ist in derer 3,5. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die perfekte Note, um hier rauszugehen. Nicht wirklich. Vasiljevic aus 13 Metern hätte auch ein Tor sich heute verdient, nachdem er so gut hier das Ganze eingeleitet hat. Kevin Volland ist mir enttäuschend. Wir könnten das Ganze gleich mal tauschen, 62. Minute. Aber Linders wäre auch toll, ne? Nils Linders. Kommt der heute rein? Kommt der heute rein? Ich kann ja immer nicht dieselben Wechsel machen. Endouan Adili für Insigne, der aus seiner gelben Karte ja heute nichts zustande gebracht hat. Aber wenn wir kurz drauf gucken, es gilt im Prinzip für die komplette Mannschaft. Der Kolumbianer Amero mit der 3 ist da schon das höchste der Gefühle. Nächste Chance, fast ein Traumtor von Sendera. Wenn das fast nicht wäre, Doppelpass mit Zeit, zentrale Position vorm Strafraum, kommt er zum Abschluss, hebt den Ball über Ochoa hinweg, da fehlen ein Zentimeter. Leider Gottes, die hinten runterfallen und dann fehlen. Ja, wir können mal die Kontrolle übernehmen. Ich nehme jetzt das Konterspiel rein. Wir stellen uns relativ tief, würde ich sagen. Das Pressing kurz nach der Mittellinie. Einsatz runter. Und dann schauen wir mal 3-0. Da kann nichts mehr passieren. Wir können jetzt 3 Tore schießen. Und wir sind trotzdem Gruppensieger. Schauen wir mal. Nächste Möglichkeit. Die sehr, sehr gut aussieht. Und immer wieder Vasiljevic. Stendera wird auch jetzt wieder besser. Hat anscheinend gemerkt, dass ich eben damit geliebäugelt habe, ihn rauszunehmen. Und wir haben das vierte. Das vierte Tor. Und Torschütze müsste Jochen Seitz sein. 12 Meter. Lässt den Keeper keine Möglichkeit. Ja. Sehr gut gemacht von Vasiljevic. Mit dem Auge in den Rücken die Abwehr gespielt. Und so mit dem Konter hier wunderbar abgeschlossen. Abseits von Callejon. Ganz, ganz schlecht, was der SSC Neapel heute abliefert. Ich meine, die Mannschaftsstärke, das sind 50 Punkte. Das waren am Anfang natürlich mehr. Und aufgrund der Tatsache, dass wir ein bisschen nachgeholfen haben, wie bei jedem Spiel, mit den Prämien. 5-0, ey, geht es ja überhaupt nicht mehr klar. Marc Stendera ist on fire, aber sowas von, der brennt schon. Das ist ein Sololauf durch die napoletanische Abwehr. Meine Fresse, Salvatore Bocchetti kann zunächst leeren Ball, kommt er zurück und fackelt nicht lang, trifft den. Und es geht weiter, es geht weiter. Es sind noch 10 Minuten, die könnten ganz, ganz ekelhaft werden für Neapel, aber wir machen es nicht. Ja, der Jochen, das ist so eine Wundertüte. Mr. 96, der trifft alles am Tag und dann verfehlt er das leere Tor, wo wieder kein Mensch im Prinzip genau weiß, wie der das denn hinbekommen hat. Duvan Zapata für Callejon. Kannst in die Tonne kloppen. 5,0, in 7 Jahren 5,5. Hamšík ist auch mittlerweile schon draußen, habe ich gar nicht gemerkt. Das ist dann, glaube ich, die Geschichte gewesen mit Adili. Oder? Oder wie haben die das gewechselt? Ich weiß gar nicht mehr. Steht es nicht irgendwo noch? Wo waren die denn gewechselt hier? Ach, da unten. Dries Mertens. Ach, der kam rein. Ja, das Spiel ist zu Ende. Und was für ein Spiel. Was für eine Partie. 5:0. Der Gruppensieger steht fest. Und da kann man mir Angst und Bange werden, wenn man gesehen hat, was Neapel heute abgeliefert hat. Die müssen doch normalerweise auch noch zumindest in Richtung dieses ersten Platzes geschielt haben, um diesen Vorteil sich mitzunehmen. Für das Achtelfinale, das Rückspiel zu Hause dann. Aber wir haben das absolut kontrolliert. Das sieht man auch bei den Möglichkeiten. Nur 3 Stück haben wir zugelassen. Die zweite Halbzeit ist eine Demonstration. 69% Ballbesitz. Also das ist Dominanz vom Allerfeinsten. Schauen wir mal auf die restlichen Gruppen, wer aus Deutschland uns denn dann ins Achtelfinale folgt. So Leute, ihr seht, es ist sehr, sehr knapp.
bei der 5-Jahres-Wertung. Spanien haben wir fast eingeholt. Das sind noch knappe 0,6 Punkte, die wir dahinter liegen. Und ein großes Loch nach hinten zu Frankreich. Aber auch selbst England, Italien sind nicht unerreichbar. Und jetzt sind wir angekommen bei der Spieltagübersicht dieser 6. Spieltagsgruppenphase. Der arme Amero hat sich noch ein bisschen verschlechtert, 3,5. Damit ist er aber trotzdem immer noch der beste Mannschaft, der beste Spieler seines Teams. Was quatsche ich hier von Blödsinn? Ich bin immer auch geflasht von dieser Leistung dieser Mannschaft. Also die erste Halbzeit, lange Zeit der zweiten Halbzeit auch gegen Berlin, das war ja mal gar nichts. Und Berlin ist nur ein Bruchteil im Prinzip an Erfahrung, an Stärke, was dieses Neapel nochmals abrufen kann. Aber sie schaffen gar nichts. Der Fußball ist einfach unberechenbar. Also egal, was die heute gemacht haben, Fünfen all over the place. Von Callejon angefangen, Insigne, wir können sagen, den Paciviliuk hinten in der Abwehr. Und dann auch selbst die Einwechselspieler. Adili, Mertens, 5,0. Beide einhänglich da. Und übel, ne? Bei uns ist es ganz anders. Milicevic muss man wirklich lobend erwähnen, 1,5. Und auch Weihrauch mit einer 2,5. Der zwar nicht getroffen hat, aber sich anscheinend gut präsentieren konnte. Statistiken ist alles zugesagt. Bei schlechtem Wetter, das war für uns heute nicht ersichtlich. Wir haben Fußball gespielt, als ob uns da die Sonne aus dem Arsch scheinen würde. So frei nach dem Motto. Mit 14 Punkten gehen wir raus. Ungeschlagen in dieser Champions League. Gruppenphase. 15 Tore, 5 Gegentore, das ist sehr, sehr in Ordnung bei 6 Spielen. Das ist weniger als 1 pro Spiel. Chelsea folgt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe doch wirklich geglaubt, dass Neapel schon durch ist. Dann ist diese Leistung natürlich noch umso schlechter einzuordnen und nicht akzeptabel. Ja, Chelsea gewinnt 3-0 gegen Feyenoord und ist damit weiter. Jetzt erinnere ich mich. So klar war das gar nicht. Wahnsinn. Aber gut, Neapel kann sich damit trösten. Es ist eigentlich kein Trost, dass sie zumindest in Europa weiterspielen dürfen. Im B-Cup, in der Europa League. Da, wo eigentlich keiner hin will, hat man manchmal das Gefühl. Von den großen Vereinen. Manchester City, Florenz, die kommen weiter. Lyon, ganz, ganz bitter. Sie hätten aber gewinnen müssen. Sie haben auch was dafür getan. Durch Benzia in Führung gegangen gegen Florenz im direkten Duell. Aber Aquilani macht das Ganze klar. Und somit Lyon dann in der Europa League. Barca, AS Rom und Tottenham fliegt noch raus, aber sie hätten vorher nichts mehr reißen können. AS Rom hat ja scheinbar schon 4 Punkte Vorsprung gehabt an dieser Stelle. Aber dürfen auch dann in der Europa League weiterspielen. Da kommen schon ein paar klangvolle Namen weiter nach unten. Bayern, Newcastle auf Platz 2 durch Monaco, die in die Europa League gehen, und Celtic mit mageren 2 Pünktchen. Das ist natürlich viel zu wenig. Gruppe E, Schalke tatsächlich komplett raus. Ihr seid auch die Experten, denn da sind wir schon näher dran gekommen an die Spanier in der 5-Jahres-Wertung. Und dann sowas. Noch nicht mal in Europa League weiterspielen. Donetsk. Verlieren gegen Mailand. Das war alles bereitet. Die hätten nur gewinnen müssen gegen Anderlecht. Nur gewinnen müssen gegen Anderlecht, Mensch. Und die führen doch 1-0. Was machen die Vögel denn? Ist für mich dann teilweise nicht nachvollziehbar, was da manchmal passiert. So ein Leistungseinbruch, und die müssen das ja wissen, wie auf den anderen Plätzen aussieht. Dann hat man nochmal extra Motivation, lässt man sich nicht so abschlachten, Mensch. Schalke. Übel. Galatasaray, Valencia, also auch die verspielen es hier am letzten Spieltag. Noch mit der Champions League weiterkommen. Und Valencia damit Platz 2. Unerwartet, komplett unerwartet. Aber das ist es halt, ne? Direkt ein Duell, da weißt du genau, was gebacken ist. Und die haben es genutzt. PSG natürlich ganz souverän mit 15 Punkten dadurch. Gruppe G, es reicht nicht für Basel. 2-2 gegen Eindhoven, gleiche Situation. Und die haben ja auch schon 2-0 geführt, Basel. Und haben es auch verspielt. Also das ist der Spieltag der verspielten Möglichkeiten. Überall, egal wo du hinguckst. Die hätten ja sogar theoretisch gesehen, Basel hätte hier noch das ganze Ding gewinnen können, die Gruppe. Denn die haben ja gegen Atletico hier 1-0 im Hinspiel gewonnen. Und hätten die jetzt heute denn das Spiel noch gerissen, dann hätten sie 11 Punkte. Dann wären sie aufgrund dessen sogar Gruppensieger. Ein Tor hat gefehlt und das ist der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 3. Wahnsinn. Gruppe H. Dortmund immerhin als Gruppensieger durch, 2-0 noch gegen Moskau am letzten Gruppenspieltag. Stimmt, die Auslosung kommt ja gleich auch noch. Da freue ich mich schon drauf. Was uns dann da erwartet? Nils Linders. Bin nicht überrascht vom Sieg. Daher gibt es keinen großen Grund zum Feiern. Das mache ich mal locker hier. In deinem Alter muss man auch immer saufen. Da braucht man normalerweise gar keinen Grund für. Und der Trainer von Neapel, Lehotka, möchte keine weiteren Fragen beantworten, muss zu meinen Spielern. Die sind so blind, dass sie den Weg von der Kabine zum Bus nicht finden. Geiler Spruch.
Den muss ich mir mal merken. Ist mir auch gar nicht bekannt nach 5000 Folgen Manager. Sehr schön. Bekommt man anscheinend wirklich nur zu sehen, wenn man absolut eine Mannschaft kaputt schießt. Die eigentlich so von der Stärke gar nicht dazu einlädt, ne? Wahrscheinlich. Gut, 6 Wochen jung. Wissen wir. Schauen wir uns den Gegner an, den wir bekommen. Und natürlich auch, wen der FC Bayern bekommt, wen denn der BVB zugelost bekommen wird. Ich weiß gar nicht, machen wir das kurz? Ich glaube, wir gucken uns das so an. Ist ja egal. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Erste Partie, Dortmund, da haben wir sie gleich. Dürfen auf die Insel in den Norden Englands zu Newcastle. Und haben dann natürlich auch dann das Rückspiel zu Hause als Gruppensieger. Rom spielt gegen Bayern, also die beiden deutschen Mannschaften schon weg. Und ich glaube, AS Rom, FC Bayern, das gab es in dieser Saison auch in der realen Champions League. Als dritte Mannschaft PSV Eindhoven ausgelost gegen Manchester City. Wir können eigentlich nur auf die auf der rechten Seite treffen, auf die Gruppenzweiten. Chelsea wäre nicht so schön, das wäre der absolute Klopper. Das wäre der absolute Klopper, wir bekommen sie auch nicht. PSG gegen FC Chelsea, das ist ein Klassiker. Mourinho gegen Ibra. AC Mailand, das wäre ein Ding, was ich mir zuzauen würde. Ja, und die bekommen wir auch. Also die Rossoneri sind der Gegner im Achtelfinale der Champions League. Wir zuerst auswärts im San Siro und dann zu Hause mit der Möglichkeit, hier das Viertelfinale klar zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja auf einer Mission. Ne? Wir wollen dieses ganze Ding verteidigen. In der Vorsaison haben wir es gewonnen. Und jetzt mit einem wirklich starken Gegner, aber von Italienern haben wir ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Jetzt gegen Neapel gerade eben. Florenz gegen Atletico, das ist die letzte Partie. Barca nach Moskau. Da können sie nur hoffen, dass, ja, Februar, theoretisch könnte es noch sein, dass da in Moskau richtig Scheißwetter ist und Schnee und alles möglich kalt. Das Spiel irgendwie überstehen. Wunderbar, also ich bin da nicht unglücklich mit, auch jetzt für die restlichen zwei Mannschaften. Das ist machbar. Leverkusen, Gruppensieger gegen Real Madrid, 3-0 gegen Luzern gewonnen, ganz souverän. Klickt das jetzt ganz schnell durch hier. Ajax und Zürich sind da weiter, Gruppe C. Juve, Sturm Graz, das ist schön für die Österreicher. Benfica, Genclerbirligi, Bielici, Ankara, schade für Rapid. Die haben es aber da auch im direkten Duell verkackt. Leider Gottes, Gruppe E. Die Austria hier aber als Gruppensieger weiter. Nantes, Gruppenzweiter. Red Bull Salzburg, Zenit St. Petersburg auf der Position 2. Gruppe G Malaga, Twente. In Gruppe H sieht es so aus, dass Slovan Liberec und der FC Parma durch sind. FC Parma leider Gottes in den Schlagzeilen, weil da anscheinend bald die Lichter ausgehen könnten. Die sind zum zweiten Mal schon an der Pleite arg da dran. Kurz davor. Das war ja damals so, dass der Verein AC Parma hieß und dann aufgrund eben einer solchen Geschichte, weil Parmalat, diese große Firma, die ortsansässige Firma, pleite gegangen ist, auch der Verein schwer darunter gelitten hat und dann FC Parma hieß und jetzt wieder kurz davor stehen. Das ist nicht einfach, da als Fan. Arsenal mit 16 Punkten, Anschi Mahatschkala auf der 2 in Gruppe I. Jotama Bremen, sehr schön, 15 Punkte, sehr, sehr souverän durch diese Gruppe durch. Real Sociedad San Sebastian auf der 2. Gruppe K, das ist die vorletzte, die wir noch haben, Nizza. Und der KRC Genk mit 11 Punkten bzw. 16, sehr, sehr klar auch diese Gruppe. Der FC Zürich mit 16 Punkten, Bursaspor sichert sich da den letzten Platz, der vergeben ist. Und ja, Runde 3 kommt danach, die Auslosung bekommen wir aber nicht angezeigt, glaube ich zumindest. Muss aber nicht sein. Shahin Aslan mit dem Trainingsziel, das sehe ich gerade. Und jetzt haben wir hier ein Angebot von Bayern bezüglich Lukas Engelke. Und das ist eben jetzt die Frage, was machst du? Verhandeln werden wir. Mal schauen, was da gebacken ist. Zweite Mannschaft spielt jetzt an diesem 8. Dezember nochmal. Die Prämie für Milicevic hat er sich verdient, hat ein tolles Spiel gemacht. 77 mittlerweile auch schon bei Stärke mit 18 Jahren. Also du weißt ja bald gar nicht mehr, wie du aufstellen sollst. Normalerweise müssten wir beantragen bei der UEFA, dass wir mit 22 Spielern spielen dürfen oder mit 18. Dass wirklich jeder hier zu Einsätzen kommt, was auch wirklich verdient wäre. Für die Youngster. Und das wäre dann eben so eine Möglichkeit, ne? Du lässt Engelke gehen für ein Batzen Geld, das man nicht braucht. Und das ist natürlich auch klar. Und damit die Chance für Milicevic, mehr Einsatzzeit zu bekommen. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich auch wieder, dass wir normalerweise jede Topkraft eben brauchen, um die Champions League zu holen, zu verteidigen, um eben dann die Club-WM zu gewinnen. Gottes Willen, wie viele Leute hier wieder die Trainingsziele erreicht haben, das ist übel. So, aber man hat es ja mittlerweile schon so oft gemacht, dass es schon gar kein Problem mehr darstellt, dass es sehr schnell abgehandelt ist. Anjan Zellhofer, das ist erstmal der Letzte
nicht das letzte, sondern der letzte. Rostock, wir haben ja schon gesehen, wie arg weit unten die stehen. Dritte Liga, vorletzter Platz, die haben Interesse an uns, aber nicht wir an ihnen. Und das Jugendcamp in Basel ist fertig. Und da sind auch drei Spieler schon drin. Björn Bürger mit 18 Jahren, ihr seht schon, nicht so talentiert. Der hier ist schon besser. David Hart oder David Hart. Und dann haben wir noch den Christoph Nkolo. Wo ist denn der hier? Ja, die sind alle aus Basel. Da will ich doch gerade mal reingucken. Den müssen wir hier machen. Basel. Ja, der David Hart ist nicht so schlecht. Normalerweise müssten... Was ist das denn für ein Quatsch? Die talentiertesten Spieler ziehen zurzeit das Jugendcamp von Kashima aus Japan vor. Was soll das denn heißen? Übel, ey. So, wir setzen die Kosten ein bisschen höher. Ich würde sagen, Ballkontrolle ist immer nicht so verkehrt. Wir brauchen hier noch einen Trainer. Auf alle Fälle noch einen Trainer. Ich nehme die jetzt mal alle mit hier. Spieler übernehmen. So, David Hart. Ich denke mal, das wird der Einzige auch bleiben, der dann wirklich eine Chance hat. Bei uns. So, und jetzt müssen wir nochmal so von Ansehen auch ein bisschen erhöht worden sein. Aufgrund dessen, dass wir da jetzt die Spieler übernommen haben. Mitarbeiter. Wie viel kann ich hier noch annehmen? Jugendtrainer Basel. Oh geil, Erik Kittel. Den nehmen wir mit. Ah, geht nicht. Dann muss ich da warten. Nee, kann, oder muss ich warten? Ja, ich glaube, ich muss... Ja, ich muss 16 Tage noch warten, bis das Vereinsmuseum fertig ist. Dann kann ich erst das Baugebäude wieder ausbauen. Oder wir müssen sonst irgendjemanden rausschmeißen. Das muss ja auch nicht sein. Das muss ja auch nicht unbedingt jetzt sein hier. Fanbeauftragter, Sportdirektor sowieso nicht. Der Tusche mit 38 Jahren, 81, ey. Positionende, Vertrag verlängern. Ich wollte ihn eigentlich ganz gerne zum Lehrgang schicken. Kann ich das nicht mehr? Position ändern. Ja, unser Ex-Spieler. Nee, kann ich nicht. 105, naja. Naja, gut. Nehmen wir das einfach mal so hin, aber das ist jetzt nicht so schlecht gewesen. David Hart, wie alt war der? Der müsste doch eigentlich hier drin sein, oder? Ich möchte gerne wissen, was das für eine... Das ist... David heißt er dann, ja, ist ein Schweizer. Logisch, hätte man sich auch denken können, ne? So ein Schweizer aus dem Basler Jugendcamp, dann eben ein Schweizer rauskommt oder eben ein Deutscher, ne? Was ja genau an der Grenze ist. Gut. Was kann der besonders? Können ihm mal Trainingsziele geben, weil ich glaube schon, dass der bleiben darf. Das wäre schon bescheuert, wenn man den abgeben würde. Fähigkeit 68. Der braucht dann natürlich, ja, im Dribbling ein bisschen was. Fernschüsse, Volleys, die Pässe. Sollten wir darauf achten. Zweikämpfe nicht unbedingt. Andere Schnelligkeit. Schnelligkeit ist ganz gut. Oder beziehungsweise sie ist nicht ganz gut. Da können wir was machen. Robustheit, Ausdauer. Ja, gut. Ich würde fast sagen, das lassen wir mal so. Oder hier eben die Pässe noch dabei nehmen. Ne? So. Alles klar. Dann können wir jetzt mal schauen, ob wir da einen Mentor finden für ihn. Stendera kann das übernehmen. Für David Hart. Das ist doch unser talentiertester Jugendspieler bis jetzt. Ich hatte noch einmal, glaube ich, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, da hatte ich eben das Glück in dem privaten Spielstand, dass ich ein Jugendcamp gebaut habe und genau wie gerade eben Spieler dann entdeckt wurden. Und das war nur einer. Und ich gucke da drauf, öffne das, da war das ein 16-Jähriger mit einer Stärke 77, der 32 Millionen wert war. Und das war schon echt heftig. Das war echt super heftig. Das war auch wirklich das einzige Mal in den ganzen 5 Millionen Jahren, die ich schon dieses Spiel spiele, oder die Vorgänger. Würde mich mal interessieren, was denn da eure Top-Spieler waren, Top-Jugendspieler aus diesen Jugendcamps. So, die Mannschaft passt. Warum sind die denn alle draußen? Ich weiß ja nicht, nach was der aufstellt. Bocklitz mit der 17er Form. Ich bin gespannt, was die zweite Mannschaft machen kann. Ob es weiter nach oben geht? Tatsache, gegen Aalen 3:0 wieder gewonnen. Neue Dimension beim FC Bayern. Was steht denn hier alles Schönes drin? Angebot ist mal eingegangen, mehr möchte ich nicht sagen. Bla bla. Die nicht immer sattelfeste Abwehr der Bayern. Ja, und natürlich dann, klar, ne, das Ding, eben den Konkurrenten zu schwächen, das ist klar. Kimmich noch immer fraglich. Was ist mit Kimmich denn los? Ach, der ist verletzt gewesen. Unser ehemaliger Spieler. Das kommt dann teilweise so lange vor. Dass die schon ewig weg wären, dabei ist es gar nicht so. Europameisterschaft 2024. Klangvolle Namen. England, Spanien, Deutschland, Italien. Mal schauen, wer das letztendlich wird. Wer das ausrichten darf. Spanien nicht. Platz 4. Italien wird es auch nicht werden. Platz 3. Jetzt entscheidet sich das. Jawohl, Deutschland
2:24, das werden wir natürlich nicht mehr erleben. Zumindest nicht in diesem Spielstand. Ja, ist eigentlich fast eine logische Sache. Denn England hatte die 96er Euro. Italien bin ich jetzt gar nicht sicher. Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Spanien, ja, so logisch ist es eigentlich gar nicht. Nur gut, dass England sie nicht bekommen. Weil ich halt 96, weiß ich Bescheid. Ich muss gerade echt überlegen, wo war denn die... Hatte Italien nicht vor kurzem was? Spanien? Spanien glaube ich auch nicht. Naja, wurscht. Wurscht. Jetzt kommt Wolfsburg. So, Wolfsburg Platz 10. Die Form unterirdisch. 8-mal haben wir bis jetzt gegeneinander gespielt. Ich würde sagen, das Ding ist sehr, sehr ausgeglichen. 3 Siege jeweils für jede Mannschaft. 2 davon sind unentschieden ausgegangen von diesen 8. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, da diese Statistik eben für uns ausschlagen zu lassen. Linders vor seinem 100. Ligaspiel. Wie alt war der noch gleich? 19. Ja, da zählen natürlich die ganzen Spiele mit hier, ne? Leipzig. In der Jugend die 57, oder was ist es überhaupt, ist das Jugend oder ist es die zweite Mannschaft ist die 57 Spieler, genau. Dann 32 Mal für Augsburg gespielt, jetzt 9 wieder für uns, das sind dann eben dann diese 100, wenn man zusammenrechnen würde. Interessant, das ganze Ding. Dortmund gegen Bayern, nee, Bayer Leverkusen, nicht Bayern, Bayern ist da hinten gegen Freiburg. Ja, schön wäre es gewesen, ne, wenn sich jetzt Dortmund und Bayern die Punkte gegenseitig wegnehmen würden. Und Jungmin Son kann nicht mitspielen, der Ex-Hamburger, für den Tabellenfünften von Leverkusen. Und Freiburg Platz 11, ja, sie haben anständige Einzelspieler sich geholt. Es ist auch jetzt nicht so verkehrt, was das Kollektiv angeht, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen, um jetzt wirklich da die große Hoffnung zu haben, dass die Bayern ärgern hier. Ich meine, kann Thomas Müller aufgrund der Verletzung nicht mitspielen. Ja, kommt dann eben der andere Weltklasse-Spieler rein, ne, der auf der Bank normalerweise sitzen würde. Geiles Spiel. Tobias Becker war der Beste. 17 Jahre alt, 71. Was soll ich hier bald noch machen? Da kann ich fast nichts anderes machen. Ich den ganzen Spieler verkaufen und mir ganzen Jugenddingern hier weiterspielen. Meine Fresse. Also was hier abgeht. Leon Becker auch mit dem Tor, mit der 2-0. Offensivspieler, Nachwuchs. Der Bocklets auch wieder mit dem Tor. Kasmirczak mit der 2-0. Also diese Mannschaft, diese Jugend, dieser ganze Verein, dieser ganze Komplex, das ist schon wirklich abartig, was wir hier aufgebaut haben. Da kann man wirklich nur froh drüber sein. Nils Linders versucht im Training die Stimmung zu verbessern. Ja, wo anfangen, wo aufhören? Es ist nicht einfach. Im Positiven gesehen natürlich. Hier seht ihr das schon. Der Becker, 17 Jahre, 71. Ja. Könnte ich eventuell heute mal auflaufen lassen gegen Wolfsburg und versuchen, den Jordan heute mal zu schonen. Aber es ist auch nichts, was so wichtig wäre. Da sind noch 3 Spiele. Wolfsburg zu Hause, eben dann Köln haben wir noch auswärts und dann Hoffenheim noch auswärts. Ich könnte aber ihn zumindest jetzt mal auf die Bank setzen, ne, für dieses Spiel. Aktion in erste Mannschaft verschieben, nächstes Spiel. So, dann ist der schon mal oben, dann kann dann auf die rechte Seite Linde. Und dann hat dann heute, ja, der Schiffner mit einer 14er Form muss normal spielen. Dann wird Lindes heute zu Hause bleiben. Da kommt Becker mit. Ich weiß ja nicht, ob sein alter Ego hier noch zuguckt. Sein quasi Namensgeber. Aber wenn, dann wird er sich mit Sicherheit freuen. Kann sein, dass der reinkommt mit seiner 16er Form, je nachdem wie das Spiel läuft. Ob er für Jordan dann eine Pause brauchen könnten. Ich glaube, Cililovic hat ja nicht auch so eine super Form gehabt hier. Ja, defensiver Mittelfeldspieler. Könnten wir auch mal mitnehmen. Da die ja gerade gespielt haben und das nicht schlecht gemacht haben. So, Aktion in die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel, dann habe ich nämlich einen für eine Defensivposition. Die zweite kann es verkraften, selbst wenn die es nochmal spielen würde, wäre kein Problem. Hier, Milicevic, dann kann ich nämlich einen Serum mal zu Hause lassen. So, drehen wir das noch. Und dann ist wieder alles perfekt, würde ich sagen. Kevin Volland. Ne, ich würde sagen, wir spielen so, warum nicht? Warum nicht? Der Danzeisen, Weihrauch, Waldschmidt. Ja, Waldschmidt muss ich nochmal wieder mitnehmen. Es ist doof, ne? Es ist eigentlich blöd. Ich lasse es so, der bleibt auf der Bank, kann reinkommen, je nachdem wie das Spiel läuft. Ja, bin ich ganz happy mit, indem Lukas Möller nehmen wir auch wieder mit. Also ihr merkt schon, so langsam übernehmen hier die Jugendspieler das Kommando. Marx, Möller, Cililovic, Milicevic, Becker. Das sind jetzt von 7 Spielern auf der Bank im Prinzip 5 Siebtel. Das ist
natürlich locker über die Hälfte, die wir hier haben, an Jugendspielern. Und es ist ja nicht so, dass in der Stammmannschaft nicht auch welche spielen würden. Mit Danseisen zum Beispiel, mit Vasiljevic, mit Schiffner. Also, da kommt schon einiges zusammen mittlerweile. Wir sind schon angekommen beim Spiel. Dann würde ich doch sagen, wenn nichts mehr weiter ist, ich glaube, nee, da Gebäude im Bau, da kann ich nichts machen. Die Finanzen mal kurz abchecken hier. Verträge haben wir auch soweit verlängert. Wir könnten 8,5 Millionen nochmal draufpacken. Aber wo? Ne? Das ist so nutzlos eigentlich, dieses ganze Geld. Also ich könnte es eigentlich mal anlegen. Ich könnte es eigentlich wirklich mal anlegen, aber naja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Naja, es bringt ja nichts. Mit Liga-Kampagne haben wir das schon gemacht. Ne, 200.000, das können wir mal raushauen. Das geht dann hier vom Sonstigen ab, aber ist auch dicke genug. Deutlich genug. Ja, würde ich sagen, wir gucken in die Taktik rein. Wir geben denen ein bisschen was Geld mit. Mir hat das ganz gut gefallen mit den 1.000 gegen die Jungs vom SSC Neapel, dass das vielleicht ein ganz gutes Omen ist, wenn ich das heute wiedergebe. Ben Khalifa, Diego, das sind die beiden Figuren, die mir am meisten Sorgen machen. Der Rest, glaube ich, das ist solide Bundesliga-Qualität, gehobene solide Bundesliga-Qualität, die momentan nur auf Platz 10 stehen, die wollen es ändern. Passt mir bloß auf den Diego und auf den Ben Khalifa auf. Wenn wir das machen, dann haben wir eine ganz gute Chance, hier frühzeitig schon als Herbstmeister reinzugehen. Wenn wir gewinnen sollten, wenn sowohl Bayern und Dortmund nicht gewinnen, dann hätten wir nämlich schon diese 6 Punkte Vorsprung. Und das würde eben heißen, der nächste, zumindest inoffizielle Titel der Saison, wäre eingetütet. Und es ist ja nicht mehr so weit. Nächste Woche möglicherweise, wenn es eben keine Pause gibt aufgrund von Weihnachten oder so zwischen den Jahren, dann rückt es ja schon näher. Wir haben die Auslosung hier noch nicht gesehen, aber das kommt ja auch noch vor Januar, diese Club-WM. Hier. Da ist das Halbfinale. Nach dem Köln-Spiel. Und möglicherweise könnte es dann so aussehen, dass wir hier gegen Köln dann mit einer kleinen B-Mannschaft spielen. Wir mal wissen, wo wir hier wirklich auflaufen müssen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal die Wölfe im Zaum halten. Müssen wir die erstmal einsperren. Ich hoffe, das gelingt uns. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Schöne Woche, macht's gut, euer Baumi. Ciao.